Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Redstone-Tutorial. Ich werde euch diesmal zeigen, wie man eine Doppeltür baut, also eine Redstone-Doppeltür. Dazu muss ich erstmal ein bisschen was aufbauen. Wie mache ich es am besten? Ich mache das ein bisschen erhöht, damit man die Schaltung unten ein bisschen besser dann sieht. Ich glaube, es war eins zu viel. Mach ein bisschen treppenartig, damit man hoch und runter gehen kann. So, das war eigentlich zu viel. Das theoretisch auch. Shit. Ups. So, ich brauche jetzt mal zwei nicht Treppen, sondern... Was sind hier die Türen? Eisentür und zwei Bodenplatten. Eine Eisentür und die andere Eisentür. Sowie die zwei Bodenplatten. Das hätte ich auf die andere Seite auch gleich bauen können. Das Schild brauche ich gerade nicht. Ding, ding. Und ding, ding. Bauen wir hier auch gleich die Bodenplatten. So. Dann. Also, man sieht ja schon, wenn man hier jetzt... Torch anbringt, dann öffnet sich die eine, die andere aber nicht. Also sprich, das ist der Zustand, wie es ist. Deswegen müssen wir das ein bisschen verändern. Und könnten wir eigentlich, damit es ein bisschen mehr nach Tür ausschaut, weil die hat ja meistens einen Rahmen. Hoch. Das Ganze noch hier drüber bauen. Hep. So. Jetzt haben wir eindeutig eine Tür. So, ich werde das ein bisschen anders machen. Ich werde nämlich hier eine Torch anbringen. Und wenn man da jetzt dann draufsteigt, auf die Platte, dann geht die rechte Tür nämlich jetzt auf. Moment. Achso. Und hier ebenfalls. Okay, damit wird die rechte Tür schon mal abgehakt. Die linke Tür, da werden wir jetzt einfach... das Ganze so bauen. So. Und so müsste es ebenfalls funktionieren. Sprich, ich kann jetzt einfach durchlaufen. Brutal. Das war's auch eigentlich schon. Mehr braucht man dazu gar nicht wissen. Jetzt machen wir es noch schön fertig. Knopf brauche ich eigentlich gar nicht. Jetzt kann ich da einfach durchrennen. Jetzt kann man hier noch zubauen. Zack, zack. Zack, zack. Und zack, zack. Wenn man jetzt von hier kommt, sieht man nichts von der Schaltung. Man kann hier einfach durchgehen. So einfach kann die Doppeltür sein. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.